Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Arken und in dem heutigen Video geht es um Armbänder für die Apple Watch, egal welche Serie von 0 bis 5 und egal für welche Größe. Denn das Schöne an der Apple Watch ist, dass alle Armbänder von 0, also Serie 0 oder 7000er Serie war das glaube ich, bis zur Apple Watch 5, egal ob 40, 42, 44 Millimeter und die 38 natürlich noch, dass die Armbänder immer zusammen kompatibel sind. Und auch ich bin seit der Serie 0 mit dabei, kaufe also immer wieder diese Apple Watches und habe mittlerweile schon einige Armbänder von originalen Apple Watch Armbändern, die so diese Kautschuk-Gummi-Teile hier habe ich in verschiedenen Farben. Ich habe mir diese mit Klett und was ist denn das, so ein gewebtes Nylon ist es, glaube ich. Auch diese habe ich mir besorgt. Genauso für eventuelle Anlässe, wenn es mal ein bisschen festlicher wird, dass man dann auch mal so ein Lederarmband hat. Genauso wie diese Metallarmbänder hier, die auch magnetisch sind. Die kann ich mal hier zeigen, die dann eben hier so anheften. Auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieses Armband, was ich jetzt habe, ich meine, ich habe ja noch kein einziges von diesen Armbändern jemals in einem Video erwähnt. Aber dieses Armband, was ich jetzt habe, das ist wirklich, wirklich geil. Und ich konnte nicht anders, ich musste es euch erzählen und zeigen. Und zwar ist es so ein Keramikarmband. Und um euch das besser zeigen zu können, müsst ihr mal hier runter schauen und ich stelle jetzt einfach mal die Kamera um und dann zeige ich euch das. So Leute, das ist jetzt das Keramikarmband, von dem ich euch gerade erzählt habe. Das ist so ein Keramikweiß, wo ich mir anfangs noch gedacht habe, ob das wohl mit der schwarzen Apple Watch matchen würde. Ich hatte bis dato eigentlich immer ein silbernes gehabt und habe mir jetzt bei der Serie 5 mal ein schwarzes genommen, weil ich mir gedacht habe, mach schon mal eine andere Farbe. Und wie ich dann bei Amazon zufällig das weiße Band gesehen habe, war ich noch anfangs ein bisschen irritiert, ob das Schwarze zum Weißen passen würde. Aber tatsächlich muss ich sagen, matcht es wirklich super gut. Wir haben hier solche Glieder an dem Armband. Und hier hinten haben wir so einen Doppelverschluss, dass wenn wir hier einmal auf der Seite und einmal von dieser Seite hier das Ganze zumachen, dass wir hier dann so ein ununterbrochenes, durchgehendes Armband haben. Das schaut wirklich cool aus. Also man sieht auch von unten her jetzt keinen Verschluss mehr, außer diese zwei Pins an den Seiten, die, wenn man drückt, das Ganze aufgeht. Das Metall hier ist wirklich ein stabiles Ding. Also es ist kein billig Plastik oder so, auch wenn es jetzt so eine China-Marke ist, wahrscheinlich Noto City heißt es. Kompatibel Apple Watch, egal ob 38, 42, 40 oder 44 mm, also alle Serien durch auf jeden Fall. Des Weiteren haben wir hier, ich hoffe, das sieht man jetzt, solche Löcher in diesen Gliedern drin. Da kann man jetzt auf jeder Seite jeweils drei Glieder rausnehmen. Dazu einfach diesen SIM-Karten-Pin, der übrigens im Lieferumfang mit dabei ist. Den steckt man dann einfach hier in einen dieser Löcher rein und drückt diese Federstift hier rein und dann kann man diese Glieder auch austauschen oder besser gesagt rausnehmen. Ich habe jetzt hier recht breite Handgelenke und bei mir passt dieses Armband gerade noch so drauf. Das heißt, einen Millimeter kürzer dürfte es eigentlich bei mir nicht mehr sein. Für alle anderen, die von mir aus nicht jetzt so breite Handgelenke haben, für die wäre es jetzt weniger ein Problem, denke ich. Der Hersteller sagt auf jeden Fall, dass das Ganze von 170 mm bis 210 mm ist, also dieser Durchmesser, was man hier hat, oder was heißt Durchmesser, Umfang. Und ich finde also auf jeden Fall, bei mir ist es gerade noch so drin, also wie gesagt, weiter dürfte es jetzt nicht mehr kleiner sein, aber ich muss sagen, hier kann man also wirklich schön erkennen, dass das Ganze durchgehend ist. Mit so einem schwarzen Apple Watch finde ich die ehrlich gesagt wirklich sehr gelungen. Und ich musste euch das unbedingt mal zeigen. Den Link zu diesem Armband werde ich auf jeden Fall unten noch reintun.
Und da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Das Ding kostet übrigens 29,99 in der Größe 42 mal 4 oder 42 und 44 mm. Und eine Größe 38,40 kostet ja auch 29,99. Ich habe zufällig jetzt die Seite hier auf und kann mir das schnell anschauen. Zu dem Armband an sich habe ich eigentlich nicht mehr zum sagen. Ich meine, was soll man schon über ein Armband sagen? Außer, dass das Ding natürlich echt wirklich geil ist. Und auf jeden Fall wert, einen Blick drauf zu werfen. Ja, Leute, das war's zu meinem kleinen, aber feinen Review zu diesem Armband aus Keramik von der Firma Noto City. Ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, den Link nochmal in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Es ist auf jeden Fall kein Affiliate-Link oder irgend sowas. Also ich bekomme keinen Cent weder von dem Hersteller dafür noch von dem Link, vielleicht falls ihr euch den anschauen wollt oder anklicken wollt oder kaufen wollt, whatever. Ich muss sagen, mir gefällt es wirklich sehr gut. Wie gesagt, mit der schwarzen Watch schaut das echt geil aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze auch mit der Keramik Apple Watch sehr interessant sein würde. Also so ein Weiß auf Weiß und vielleicht auch mit dem Silbernen. Also interessant wäre es auf jeden Fall, falls einer mal von euch den doch kaufen sollte und eine andere Farbe hat als schwarz, wäre das echt mal nice, falls ihr mir irgendwie ein Bild zukommen lassen könntet oder zumindest ein kleines Video vielleicht darüber macht und mir Bescheid gibt. Ich würde echt gerne sehen, wie das Ganze dann mit einer anderen Farbe Apple Watch ausschauen würde, weil ich meine 4er Apple Watch, die ja noch Silber war, schon verkauft habe und leider nicht mehr testen konnte, wie die vielleicht auf der Silbernen ausschauen würde. Leute, ich hoffe, euch hat das kleine, feine Review gefallen und würde mich freuen, falls ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß bei allem, was ihr sonst so macht.